Roger Federer kehrt nach knapp 5,5 Jahren an die Spitze der Tennis-Weltrangliste zurück. Und das als ältester Profi der Geschichte. Durch seinen Halbfinaleinzug beim ATP-Turnier in Rotterdam wird der Schweizer am Montag wieder an der Spitze des Rankings stehen. Mit genau 36 Jahren und 195 Tagen. Damit ist Federer mehr als 3 Jahre älter als der bisherige Rekordhalter Andre Agassi. Zuletzt stand Federer im Oktober 2012 ganz oben in der Weltrangliste. Wegweisend für die Rückkehr auf den Tennisthron war sein Triumph bei den Australian Open. Dort feierte Federer im Januar seinen 20. Grand-Slam-Titel.